Hi, heute wollen wir uns ranmachen an die Rommelvo-Tour. Ne, unsere gute alte Akademie, die ist jetzt fertig eingerichtet und die wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons. Wir sind immer noch bei unserer Rommelwood Akademie. Heute ist die Tour, die letzte Folge, dann ist das ganze Gebäude damit abgeschlossen. Ich möchte mich nochmal bedanken für die ganzen Kommentare, für die ganzen Ideen eher gesagt, ne, was in der Rommelwood Akademie natürlich reingebastelt werden könnte. Ne, weil ich habe jetzt eure Wünsche, eure Ideen jetzt da einfach mal übernommen, weil ja, ich hatte so viel Platz und eure Ideen waren einfach super und ja, wollen wir uns das Ganze mal angucken. Wir gehen natürlich bei der Rommelwood einmal durchs Türchen. Nee, wir sind ja anständige Leute. Ich habe mich auch angemeldet. Also unangemeldet kommt man ja sowieso nicht auf die Rommelwood Akademie. Nee, da fahren wir auch ganz ordentlich hier natürlich einmal den Weg hoch. Nee. Bis wir dann hier natürlich bei unserer Akademie stehen und da wollen wir natürlich die Tour beginnen. Ich blende immer eure Kommentare immer unten ein. Nee. Zu dem Raum auch, der vorgeschlagen wurde. Ja, wir beginnen natürlich hier vorne bei unserer Haupttür. Da gehen wir natürlich ganz ordentlich einmal rein. Ich bin auch so eine. Ich habe mir auch Druckplatten auf einer Seite Minimum vor einer Tür gesetzt, dass ich die nicht immer automatisch wieder zumachen muss. Ne? Dann kannst du halt durchgehen. Ja, und die geht halt von alleine zu. Ja, natürlich von draußen, wenn du rein willst, musst du natürlich aufmachen. Ja, kriegen wir mal rein. In der Rommelwood Akademie hat man immer die Korridore so gesehen, dass die unten so einen bräunlichen Ton haben. Die Wandfarbe war meistens grünlich und die Deckenfarbe war so ein etwas dunklerer Ton. Bei den Deckenlampen, ja gut, da habe ich jetzt einfach mal, wie immer, weil ich die einfach schön finde von unten, die Leuchtfeuer, ne? Das ist ja wie so eine Glühbirne, kann man ja sagen, ne? So, ja, halt wie eine Glühbirne, ne? So finde ich die immer. Okay, dann wollen wir mal reingehen. Ich höre mich ein bisschen heiser an, ich bin ein bisschen erkältet, also nicht erschrecken, warum die Stimme sich ein bisschen anders anhört. Also ich finde, ich höre mich anders an. Kann auch sein, dass ich mich jetzt hier vertue und dann sagt der, ey, der ist gar nicht heiser. Naja. Okay, wo wollen wir anfangen? Wir sind jetzt unten. Ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt auf der linken Seite. Würde man jetzt gerade ausgehen hier. Na gut, jetzt habe ich hier deine Druckplatten gemacht. Ich sollte mich schämen. So, machen wir gleich mal die Druckplatten hin. Ne? Also wir können uns ja hier nicht schämen. So, Druckplatten hingemacht. Ja, wenn man natürlich noch einmal hier durchgeht, kommt man natürlich hinten zu den Unterkünften der Kadetten, ne? Und der steht auch hinten unser Bomber. Ja gut, so, wir wollen natürlich die Tour weitermachen. Wir gehen dann hier einmal in den Mittelkorridor. Und ich habe ja gesagt, die linke Seite wollen wir gehen. So, wir gehen auch nicht gleich ins zweite Stockwerk. Wir gehen erstmal ein bisschen weiter. Und zwar, wo wollen wir machen? Hier. Wir gehen erstmal in einen Unterrichtsraum rein, wo, sage ich mal, ein Gedicht gepredigt wurde. Das ist noch aus der Folge zu sehen. Das habe ich dann auch so übernommen, so ein bisschen, wie es ging. Ne? Hier vorne ist ja der Lehrertisch, ne? Also der Lehrerpult. Ne? Hier sitzt ja mal der Lehrer. Und da haben sie Gedichte irgendwie an die Wand geschrieben. Ja, ich finde ja ganz fetzig, die Gerüste als Tische zu nehmen für die Schüler. Ne? Das kann man ja so machen, eine Druckplatte drauf. Ne? Weil würde man keine Druckplatte drauf machen, dann haben wir dieses Gitter hier. Und ich finde das einfach das nicht schön. Einen Teppich kann man nehmen, aber ich finde irgendwie eine Druckplatte passt besser für so, einen kleinen, ja, für so einen Tisch halt. Viel dekoriert waren die Räumlichkeiten nicht, kann ich sagen. Ich habe ja hier ein bisschen was vielleicht versucht reinzuhauen. Ne? So ein Bücherregal mäßig, ne? Vielleicht Lehrstoff, ne? Oder was die Schüler hier halt vornehmen. Na gut, ist halt eine Militärakademie. Was könnten die da wohl alles lernen, ne? Kriegsführung und sowas vielleicht. Ja, ich finde auch irgendwie dieses Bild hier in Minecraft, könnte ja sein, dass das hier ein Panzer ist. Mit ein bisschen Fantasie, wenn man die Pixel sich so hinzieht, ne? Könnte ja sein, ne? Naja, jedenfalls so ein kleines Klassenzimmer, was auch in der Folge zu sehen war. Es hing auch, ich habe es gesehen, ein Erste-Hilfe-Kasten. Ja, wie könnte man Erste-Hilfe-Kasten in Minecraft darstellen? Ich habe nicht so viele Varianten, die man jetzt auf so einen kleinen Raum halt so basteln könnte, dachte ich einfach mal, machst du einen Eisenblock und hier, was ist das, ein Kerzenschalter? Dann hast du einen Erste-Hilfe-Kasten. Okay, so, dann haben wir einmal das Klassenzimmer hier so ein bisschen abgehakt, geht's weiter. Und zwar war das ein Vorschlag, den ich aber schon, sag ich mal, schon begonnen habe zu bauen, bevor der Vorschlag da war. Also irgendwie haben wir beide gleich gedacht, würde ich mal sagen. Und zwar eine Sporthalle. Sollte dabei sein, finde ich, ne, in so einer Akademie mäßig, wenn die, ja, sag ich mal, trainiert werden sollten. Denkt man nach, draußen ist schlecht Wetter. Gut, die Schüler haben auch bei schlechtem Wetter draußen trainiert. Bart und Lisa haben es ja vorgemacht. Aber vielleicht möchte ja nicht jeder hier im Regen trainieren. Von daher gibt es eine schöne Sporthalle.
Ja, ein Sporthelm kann man in Minecraft bauen, auch wenn wir noch nicht so die richtigen Stufenfarben haben, um uns diese Markierungen, die man in so einer Sporthalle kennt, sich zu zeichnen. Was gehört natürlich noch zu einer Sporthalle? Eine Umkleidekabine. Ja, wir sind natürlich hier eine reine Männerakademie. Auch wenn dieser dabei war, sind wir eine reine Männerakademie und von daher brauche ich bei Umkleidekabinen nur halt für die Männer was zu machen und nicht für die Frauen. Tut mir jetzt leid, ist halt so von der Folge vorgegeben. Ja, Lisa hat sich auch beschwert, muss ich schon zugeben. Ja, Umkleidekabinen, ganz einfach. Jeder hat hier natürlich seinen Spind. Für die Spinde kann man natürlich hier diese Schalker-Kisten gerne nehmen. Ich finde die einfach passend für so einen Spind. Da packst du deine Sachen rein, fertig ist das Ganze. Ja, natürlich hier noch so für ein paar Haken für die Jacken, ne, wenn man sich die aufhängen möchte. Ja, ansonsten Umkleide ist Umkleide. Und dann gibt es sogar noch die Dusche, ne, falls ein bisschen hier härter trainiert wird. Ne, müssen ja nicht alle stinken wieder zurück in die Klassenzimmer gehen, sondern kannst hier dich dann auch abduschen. Wir haben das Wasser jetzt erstmal abgestellt, weil die Schule ist noch nicht so ganz, sag ich mal, oder ist noch nicht ganz eröffnet. Das dauert noch so eine Woche und dann können die ganzen Kadetten kommen. Von daher habe ich hier das Wasser noch nicht angemacht. Ne, von daher kommt ja nichts. Ja, gut, dann wollen wir hier natürlich einmal aus der Umkleide rausgehen und sind hier mit der linken Seite fertig. Ach, jetzt habe ich da hinten wieder nicht zugemacht, ne? Ich bin ja hier ein Dussel so zugemacht. Und warum sind hier wieder keine Druckplatten? Mann, muss ich hier mal alles nacharbeiten. Okay, so Druckplatten hingesetzt. Ich sehe mal ein bisschen weiter hier. Wir gehen immer noch nicht nach oben. Jetzt gehen wir einmal den jetzt zur rechten Seite weg. So, wir beginnen jetzt einmal hier vorne. Und zwar hier vorne ist das Büro von unserem General. Als Lisa sich ja entschieden hat, auf die Akademie zu gehen, dachte der General so, hey, wir haben ja eigentlich noch nie einen weiblichen Kadetten gehabt und ja, musste erst so ein bisschen überlegen. Er hatte halt ein komplett blaues Zimmer. Keine Ahnung, warum sein Kamin die gleiche Farbe hatte wie die Wandfarbe. Frag mich nicht, ich verstehe es auch nicht. Jedenfalls hatte er hier so einen schönen Stuhl und dann gegenüber von ihm saß natürlich die Simpson-Familie und haben so ein bisschen gequatscht, ne, warum, weshalb, weswegen der Lisa hier hin möchte. Ja, nee, das ist dann hier so ein bisschen sein Büro. Kann man auch nicht allzu viel zu sagen. Büro halt, ne? Amerikanischer General, der hat natürlich auch die amerikanische Flagge hängen. Jo, dann sind wir mit seinem Büro auch wieder fertig. Und ihr seht, ich habe Druckplatten gemacht. Haha, ja. So, jetzt kommen wir wieder zu einem, der einen Vorschlag reingeschrieben hat. Und zwar, das fand ich super. Und zwar war das, wo man, an sich hat er nur Munition geschrieben, aber ich habe dann so gemacht oder so interpretiert, dass man hier eine Waffenausgabe hat, ne? Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ihr kennt ja vielleicht auch die Bundeswehr, ja, Bundeswehr, YouTube-mäßig sind die ja auch aktiv. Und da habe ich mir so ein bisschen nachgerichtet, wie die das haben. Die hatten ja auch so mit einer Markierung, haben sie den Soldaten gesagt, hier die Markierung, die folgst du. Ne? Und dann kommst du hier an und dann geben sie dir deine Waffen. Ne, was könnte man natürlich waffenmäßig machen? Nimmst du einen Rüstungsständer, standardmäßig haben wir natürlich eine Armbrust. Ich dachte, ein Schildkrötenhelm als Helm an sich. Hat er solche Riemen an den Seiten, da kannst du das auch feststellen. Ja, ansonsten gibt es ja noch andere Waffen, der Bogen, ne, mehr Präzision, ne, kann ja nur Sniper-mäßig sein und ein Dreizack, ein Speer halt, ne. Ja, dann könnte man natürlich sich noch mit Fantasie ein bisschen ausdenken, was könnte man nehmen, sage ich mal, hier so ein Tageslichtsensor, ist natürlich so ein Magazinkasten, ne, da sind deine Patronen-Dinger da eingereiht und ein Blumentopf, weiß der Himmel, ne, Fantasie muss man dabei haben, hier vielleicht noch eine Kreissäge als Nahkampfwaffe, ne, kann man ja auch noch mitnehmen. Ja, hier ist so ein bisschen Munitionswaffenverleih, wie man das vielleicht kennt. Ja, finde ich noch eine gute Idee und passend für so eine Akademie. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir aber zu einer Szene in der Folge und zwar Lisa. Gehen wir erstmal noch ein bisschen weiter hier, ne? Lisa hat hier natürlich an so einem Telefonkasten nach Hause telefoniert. Homer saß wie immer auf der Couch, hat das nicht abgenommen. Da musste natürlich der alte Grandpa im Altenheim denn mit Lisa quatschen und ja, nachdem Lisa dann auch fertig war, mit ihrem Opa zu quatschen, gingen sie hier so ein bisschen weiter, da hing hier irgendwie so ein Präsident hier an der Wand, wie will man das in Minecraft machen, da habe ich hier einfach mal so einen Steve-Kopf mir hingehangen. Ja, dann hatte sie hier das Postfach entdeckt, dann hatte sie natürlich einen Brief von ihrer Mom entdeckt. Ja, und da hat sie sich natürlich Post genommen. So, da ist natürlich hier einmal der Postraum, wie sieht der aus, in der Folge nichts vorgegeben, ich dachte mir, hier sitzt vielleicht ja, eine Sekretärin, ne, die vielleicht ja alles bearbeitet oder sonstiges, ne, hat ja auch hier so ein kleines Regal, ne, kann so Sachen abstellen. Ja, gut, Postding, ne, kann ich auch nicht mehr zu viel sagen. Okay, gehen wir mal weiter. Ja, wenn man jetzt den Korridor hier weiter lang geht, kommen wir natürlich, ich gehe erstmal weiter ein bisschen geradeaus, in den Essenssaal. Der ist in der Folge ein bisschen anders dargestellt. An sich hatte der keine Fenster. Ich wollte ihn auch erst ein bisschen tiefer legen, aber wir haben ja auf der Hinter- wie vor der Seite
riesengroße Fenster und die zu splitten sieht sehr doof aus. Von daher habe ich das Ganze so gemacht, dass es ein bisschen größer ist. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze in diesem Style, so ein bisschen die Cafeteria. Ich habe hier vorne auch so eine Essensausgabe gemacht. Da habe ich ein bisschen die Tische hier ganz vorne ein bisschen kürzer gemacht, weil man möchte sich ja auch noch hier ein bisschen bewegen. Ja, Essensausgabe, wie kann man sich das vorstellen? Hier ist an sich ein Tisch, ne, wo man sich, sage ich mal, seine Schale oder Teller, Tablett hier holen kann. Dann gehst du hier so hin. Leider kann man mit einer Schüssel sich hier nichts rausnehmen. Wäre cool, wenn das so machbar wäre. Ja, jedenfalls, man holt sich dann hier natürlich sein Essen an der Ausgabe und sucht man sich natürlich seinen Platz und dann schnabuliert man denn das auch. So, Cafeteria kann man auch verlassen und zwar kommt man dann natürlich hier hinten einmal raus. Zack. Ich habe hier noch was geändert und das habe ich erst im Nachhinein gesehen. Und zwar, wir haben ja den Hinterausgang auf dem Boden platziert. Ja, ich weiß nicht, wer das wieder sich ausgedacht hat. Das funktioniert natürlich nicht, wenn wir innen drin, sage ich mal, uns extra noch einen Boden ziehen. Nee, dann wäre ja dann die Tür natürlich ein zu niedrig. Von da habe ich mir das Ganze noch etwas höher gesetzt und dann hier, so wie vorne beim Haupteingang, mir noch so ein paar Stufen gemacht. Ein bisschen Nacharbeit, ne? Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, dann tut's mir leid, aber es ist nur ein paar Handgriffe und man hat's dann behoben. Ja, das wäre dann natürlich einmal unsere Cafeteria, die Bänke und alles sind ja auch sehr simpel aufgebaut, Mauer, Eisenfalltür und Teppich. Dann wollen wir uns natürlich noch einmal die Küche angucken. Aha, wollen wir mal reingehen hier. Ja, Küche, ja, große Küche, ich denke mal. Ja, kadettenmäßig war die Schule ja gut besucht, von daher können wir ja nicht so eine kleine, mickrige Küche uns basteln. Da brauchen wir ja schon etwas Größeres, um die alle auch satt zu kriegen. Finde ich immer sehr cool, wenn man, sage ich mal, ich nehme jetzt einfach mal die Schmelzöfen, sehen einfach ein bisschen moderner aus als der normale Ofen. Unterm Schmelzöfen sich ein Lagerfeuer platziert, darauf machst du natürlich dann einmal den Schmelzofen, dann sieht es aus, als ob der auch, sage ich mal, in the gang ist. Und wenn du darüber dann natürlich noch irgendwie eine Stufe machst oder auch, es reicht auch schon, eine Steinblutplatte zu machen, dann würde das danach nicht mehr weiterqualmen. Ne? Von daher kann man diesen schönen Effekt erzeugen. Qualm geht dann hier im Rauchabzug rein und das wird dann natürlich hier ein bisschen weiter hoch verlegt, der Rauch, oder weitergeleitet, ne? Sodass man hier in der Küche natürlich hier nicht alles zunebelt. Ja, hier vorne bei der Ausgabe habe ich mir noch gedacht, in vielen Cafeterien, vielleicht auch in deiner Schule, kennst du es ja, dass man vielleicht auch ab und an noch so einen Nachtisch kriegt. Und dann hier gibt es natürlich ein bisschen Kuchen. Ihr seht, der ist schon ein bisschen angeschnitten worden, ne? Wurde schon hier ein bisschen verteilt. Ich glaube, hier hat ja auch keiner Hunger. Na gut, die Schule hat ja noch nicht so richtig auf. Ich frage mich eigentlich, wenn die Schule noch gar nicht richtig auf hat, wer hat denn hier bitte schon vorne den Kuchen genascht? Mensch, Mensch, Mensch. Ups, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls hier hinten, dann kann man noch das Geschirr ein bisschen abspülen. Hier natürlich mit Banners sich ein paar Handtücher ein bisschen darstellen. Eisenrückplatten, natürlich die Teller und ja, Blumentöpfe, natürlich den Trinkbecher, ne? So, dann haben wir dann nur noch eins und zwar natürlich den Tiefkühlraum. Wir haben keinen großen Kühlschrank, sondern wirklich einen Tiefkühlraum, wo man sich, sag ich mal, hier alles aufbewahrt, die Dosen und sonstige Sachen, ne? Kann man sich natürlich hier so ein bisschen machen. Ja gut, dann haben wir die Küche damit auch fertig. Ich glaube, zu einer Küche gibt es dann nicht mehr allzu viel zu sagen. Und wenn wir dann mit der Küche fertig sind, geht es dann ab ins nächste Stockwerk. So, wollen wir dann einmal nach oben gehen? Blub, blub. So, dann sind wir natürlich einmal oben. Oben habe ich das Ganze mir ein bisschen anders gemacht. Und zwar habe ich hier noch ein paar Spinde gemacht. Ich habe in der Folge keine Spinde gesehen. Aber ich denke mal so hier oben, ne, die Schüler können ja vielleicht auch hier nochmal ein paar Sachen ablegen in den Spinden, falls sie irgendwas nicht mitnehmen wollen. Und das hat einer reingeschrieben, man könnte in der Schule ein Archiv sich basteln. Und das habe ich mir einfach hier so ein bisschen gemacht. Was ist ein Archiv? Hier werden natürlich die ganzen Dokumente der Schule aufbewahrt. Hier mit ein paar Lesepulten kann man machen, okay, ich schlage hier nochmal ein bisschen was nach aus dem Lehrgang. So und so hat der Schüler die und die Note gekriegt. Ne? Das wird alles denn hier so ein bisschen aufbewahrt. Kann man natürlich hier leider auch ans oberste Regalfach kommen. Ja, das ist denn unser Schularchiv oder Akademiearchiv, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen weitergehen. Und zwar hat auch einer vorgeschlagen, man könnte, ne, sich noch so einen zugemauerten, 100 Jahre alten Klassenraum irgendwo hin basteln. Und weil ich so clever bin, habe ich gemacht, okay, die Schule wurde schon vor zig hunderten Jahren hier eröffnet und die haben hier schon einen alten Korridor richtig komplett zugemauert, aber ihr seht, die sind schon Risse, vielleicht irgendwann können wir auch dahinter gucken, aber einer der alten Klassenräume ist hier aufgebrochen, ihr seht es, da wollen wir mal einmal reingehen und mal ein bisschen in der Vergangenheit rumstöbern. Ihr seht, die Tapete hat schon ein bisschen was, wie sage ich das Ganze gut, ihr seht schon, die Tapete fällt ab von der Wand, so, ja,
Die Sitzplätze der Schüler sind auch ein bisschen veraltet. Ne? Ihr kennt vielleicht noch so damals, oder ihr habt mal Bilder gesehen damals, solche Lesepulte hatten ja damals die Schüler, ne? Wo sie dann mit ihren Kreidetafeln drauf geschrieben haben. So ein bisschen den Style wollte ich das hier ein bisschen machen. Ja, hier vorne natürlich Lehrerpult, ne? Hier, zack, der Lehrer. Und was hatten die wohl damals so immer für ein Fach gehabt? Kriegsführung lernen. Oh, 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 gegen wen lernen sie denn hier bitte schön die Kriegsführung? Ja, ja, gut, ne? Ja, Strom ist natürlich nicht an, überall sind Spinnnetze. Ne, kennt man ja für so einen alten Klassenraum. Ja, ich hoffe, ich habe deine Vorstellungen damit erfüllt, ne? Von diesem alten, verlassenen Klassenraum. Bin ich doch sehr fetzig, ne? Naja, gut, hat aber mit der Folge an sich nichts zu tun. Ja, dann wollen wir noch ein bisschen weitergehen. Und zwar habe ich noch einen Raum gemacht. Und zwar war das auch ein Vorschlag. Und zwar solch ein Vorlesesaal. Ich habe dazu auch wieder die Bundeswehr mir angeguckt, weil ich mir dachte, ja gut, wie macht denn die Bundeswehr ein Vorlesungssaal? Oder wie sieht sowas genau aus? An sich ein leerer Raum, kaum Dekomaterial irgendwie an den Wänden. Ich habe mir jetzt erlaubt, eine Uhr an die Wand zu hauen, damit das halt doch nicht so kahl ist. Ja, also bitte nicht hauen, weil jetzt hier eine Uhr hängt. So, dann habe ich hier oben noch einen Beamer gemacht. Die Schule ist ja jetzt, sag ich mal, modern. Wir leben ja nicht mehr vor 100 Jahren. Von daher haben die schon einen Beamer. Ja, finde ich auch mal fett, sich so einen Beamer in Minecraft sich mal ein bisschen darzustellen. Habe noch nie einen gebastelt. Von daher auch mal was Neues. Ne? Kann man sich so ein bisschen abspeichern, vielleicht als Idee, wenn man sich einen Beamer machen möchte. Ja, denn hier oben, hier vorne natürlich die Leinwand, wo der Beamer dann natürlich das hier produziert, was sie... Soldaten denn lernen sollen. Ja, hier ist natürlich dann vorne von unserem Lehrer natürlich sein Pult. Er hat ja seine Fernbedienung für den Beamer an aus und hat dann natürlich seinen Laptop hier, damit er auch zeigen kann, was er halt auf dem Beamer produzieren möchte. Ja, hier haben wir natürlich die ganzen Sitzplätze, sind natürlich einige und wir haben sogar, falls mal zu viele Kadetten dabei sind, auch noch hier noch ein paar weitere Stühle wie Tische noch paraten. Also, falls nicht reichen sollte, wir können auch welche aufstellen. Finde ich auch mal fetzig, sich einfach mal so ein bisschen was als Dekomäßig in die Ecke zu hauen, falls echt der Platz nicht ausreicht, ne? Ist doch auch mal was. Ja, das ist dann natürlich hier unser Vorlesungssaal. Ne, ich hoffe, ich habe damit auch diesen Wunsch erfüllt. So, dann wollen wir natürlich hier auch wieder weitergehen. Auch hier wieder so versucht immer, sag ich mal, die Korridore gleich zu halten. Ich finde eigentlich sehr fetzig, wie man, sag ich mal, von unten nach oben kommt. Weil in der Folge haben sie nichts vorgegeben, ne? Da muss man sich halt alles ausdenken und ich... Ja, finde das gar nicht mal so schlecht, dass man von zwei Seiten hochkommt und dann überlegt. Es sind ja auch viele Kadetten hier an unserer Akademie, von daher müssen wir ja mehrere Wege zur Verfügung stellen, damit die sich hier nicht zuquetschen, ne? Ist ja doch ein bisschen eng, denn auf einer Dreierbreite, denkt man, nach fünf Kadetten wollen gleichzeitig hoch, ne? Könnt ihr euch ja vorstellen, wie das denn wohl aussehen würde. Das wäre dann natürlich einmal unsere Rommelwut-Akademie. Sie ist jetzt fertig. Ja, sie ist fertig. Das heißt dann natürlich, wir bauen auch irgendwann wieder was anderes. Die Woche hatte ich nicht allzu viel Zeit, mir irgendwas vorzubereiten. Von daher wird, glaube ich, irgendwas von Simpson kommen, weil ich da schon genau eine Idee habe, was da kommen könnte. Ne? Und ja, müsst ihr mir jetzt so nachsehen. Ich bin auch halt, wie gesagt, ein bisschen erkältet. Naja, gut. So, okay. Ja, ich bin zufrieden. Mit unserer Akademie, so wie sie jetzt hier ist. Ne, man kann sich die natürlich noch ein bisschen dekomäßig hier an den Seiten überall mit Bäumchen pflanzen, Mauerrings rumziehen. Ich habe auch schon die Straße mir rumgezogen, ne, damit das alles auch schön tüffig ist. Ja, und dann haben wir eigentlich die komplette Folge von der Rommelwut Akademie abgearbeitet, alles, was man da so ein bisschen sah. Gut, dann würde ich sagen, stelle ich mich hier vorne Safety hin und bedanke mich dann wie immer fürs Zugucken. Wünsche viel Spaß dann auch beim Einrichten, falls du es natürlich nicht schon getan hast. Und ja. Dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.